Sektion A, walk, walk, shuffle forward, walk, walk, shuffle forward. Vaudeville, vaudeville, vaudeville und vaudeville. Dann kommt ein Pivot, Viertel links, Pivot, Viertel links, Viertelton mit einem Bam, Bam, Bam. Also die Hüfte dann nach rechts und dann nach links. Sektion B. Heel nach vorne mit rechts, Toe zurück. Shuffle forward. Dann ein Side, Behind, Side, Cross, Rock mit einer Vierteldrehung nach rechts, Step forward mit links. Und das gleiche machen wir noch zweimal, und zwar mit einem Heel, Toe, Shuffle nach vorne, Side, Behind, Side, Cross, Rock, Vierteldreh nach rechts, Schritt nach vorne. Und noch einmal. Heel, Toe, Shuffle nach vorne, Side, Behind, Side, Cross, Rock, Vierteldreh nach rechts, Schritt nach vorne. Sektion C. Walk, walk, shuffle four, walk, walk, shuffle four, step, turn halb über die linke Schulter. Das war Sektion C. Dann kommt der Tsutake-Teil, Sektion D. Das wäre, wir nehmen die Hände hier so schön in die Hüfte. So, und dann fangen wir dann an mit einem Toe, Heel. Coaster step on place, toe, heel, coaster step on place. Dann gibt es einen side, behind, side. Kick nach vorne, bisschen über Kreuz. Dann wieder side, cross, side, kick. Und das wiederholen wir noch zweimal. Toe, heel, coaster step on place. Toe, heel, coaster step on place. Side, behind, side, kick, side, cross, side. Kick und noch einmal. Toe, heel, coaster step on place. Toe, heel, coaster step on place. Side, behind, side, kick, side, cross, side, kick. Jetzt kommt dann gleich die Brücke. Wir machen noch einmal diesen Toe, Heel, Coaster Step on Place. Toe, Heel, Coaster Step on Place. Und jetzt gehen wir noch einmal rüber. Side, Cross, Side, Kick. Und dann kommt der Tag dran. Der Tag beginnt dann, wenn wir dann zum siebten Mal hier rüberlaufen. Also quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann beim siebten Mal machen wir diesen Side, Behind, Side, Kick. Und dann kommt der Tag dran. Und zwar mit Stomp. Und dann zählt man schnell 1, 2. Und dann kommt der Rocking Chair. Und dann geht's los mit Walk, Walk. Shuffle forward. Walk, Walk. Shuffle forward. Dreimal Viertel Pedal links. Einmal Viertelpedal links, zweimal Viertelpedal links, dreimal Viertelpedal links. Dann noch einmal. Walk, walk, shuffle vor, walk, walk, shuffle vor. Und nochmal. Pedal Viertel links, Pedal Viertel links, Pedal Viertel links. Und dann beginnt der Tanz von vorne. Und dann tanzen wir dann auch komplett durch. Jetzt mache ich das Ganze nochmal gezählt durch, komplett mit dem Tag bis zum nächsten A, bis es wieder anfängt. Okay, fangen wir einfach an. Und zwar mit Sektion A. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und
4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Jetzt kommt C. Walk, walk, shuffle vor. Walk, walk, shuffle vor. Step, turn, halbe und von vorne mit B. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. C. Walk, walk, shuffle vor. Walk, walk, shuffle vor. Step, turn, halbe. Und dann kommt die Sektion D mit Toe, Heel, Close to Step on Place. Toe, Heel, Close to Step on Place. Side, Behind, Side, Kick, Side, Cross, Side, Kick. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Noch einmal. Side, behind, side, kick. Jetzt kommt der Tag. Stump. 1, 2, rocking chair. Und walk, walk, shuffle nach vorne. Walk, walk, shuffle nach vorne. Fortepivo links, fortepivo links, fortepivo links. Und nochmal. Walk, walk, shuffle nach vorne. Walk, walk, shuffle nach vorne. Pivofoot links, pivofoot links, pivofoot links. Und dann beginnt der Tanz wieder von vorne. Ohne Tag, ohne irgendwas bis zum Ende. Unser Ending wäre, da beim letzten Sotaki-Teil wie beim Tag auch, ist es so, dass wir dann wieder Side, Behind, Side, Kick, Side, Cross, Side. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, Woppa, mit den Händen nach oben schreien. Aber es ist eine Option, die euch überlassen wird, ob ihr es wollt oder nicht. So, mein Teach-Video ist jetzt fertig. Ich hoffe, es war einigermaßen gut erklärt. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Tanzen. Und ich hoffe, es gibt ganz viele Videos davon. Ciao!